Dann mal los, Tim. Die Wunder sind besser. Ja. Na, dein Wunder ist super. Ich mag die hängenden Gärten. Aber Pyramide und Bibliothek sind besser. Würde ich nicht unbedingt sagen, weil mit den Gärten kannst du völlig auf den Tempel und Glücklichkeit verzichten. Aber die Karten liegen ja wieder mal super. Jo, kannst du den Koloss jetzt nehmen, ne? Ja, und dafür sonst nichts macht. Achso, ja, den Koloss hätte ich nehmen können, das stimmt. Boah, ich hasse Headsets, die ausgehen. Ja. Wie kann ein Headset ausgehen? Kabellos. Yay.
Ja, irgendwie klappt das gerade bei mir nicht so, wie ich will. Meine Güte, die Wunder gehen ja weg, die warme Brötchen. Ich brauche halt auch Forschung. Dir nicht alles lassen, was du haben möchtest. Du hattest ja schon die Bibliothek. Alchemie nennt sich das. Was?
Außer müssen die Expansionen hier irgendwie bezahlt werden. Ach, du planst zu expandieren. Klar! Hast du nicht meine große Kavallerie-Streitmacht gesehen? Nein? Na gut. Ich hab sie übersehen. Du musst doch mal genauer hingucken. Dann siehst du die auch. Ach, Tatmachahal. Ja, man nimmt, was übrig bleibt. Das klingt bei dir so schrecklich. Muss ich dazu was sagen? Unglaublich, die heutige Jugend. Ich würde sowas niemals tun. Ich auch nicht. Es ist nur der Stefan, der so aggressiv ist. Hm. Ja, ja. Ich bin nicht mehr als Kavallerie. Vermutlich hat die Frühschicht gewisse Aggressionen geweckt. Ja, ich merke. Kann natürlich immer mal sein. Rüstest du noch auf? Wer, ich? Nö. Noch nicht. Bitte gleich zum Kahn. Oh, du bist aber auch pessimistisch heute. Ich krieg jetzt seine Pferdetaktik hin. Ja, eigentlich müsste man noch eine KI dazu nehmen. Der Korn ist bei 3 Spielen extrem mächtig. Weil du bist eigentlich immer, ja, du bist immer unter den ersten 2 Stärksten bei 3 Spielen. Es sei denn, du kackst extremer. Ja, aber gut, das gibt dir auch nur 3 Ruhm, also. Nur, ja. In diesem Zeitalter nur 3 Ruhm ist nichts. Siehst du, dann sind wir uns doch einig. Der Kahn ist auch noch im nächsten Zeitalter drin, das ist das Gute.
Da rührst du dabei eine auf. Ja. Nimm noch zu wenig. Wo ist denn bloß das Eisen hin? Ich weiß auch nicht. Ich hätte schwören können, da war gerade noch zwei Stück. Nein. Eisen, das ist modernes Teufelszeug. Schön, dass du es aufgedeckt hast. Ja, gerne. Ich hab mir gedacht, dass euch das gefällt. Tuti, der will uns ärgern. Das Spiel, also ich denke, man braucht echt viel Spiel in diesem Spiel, weil genau solche Ereignisse oder der Korn sind einfach nicht auf drei Spiele ausgelegt. Oder man sollte nicht der schwächste Spieler sein. Nee, das hier sind ja die zwei schwächsten Spiele und beim Korn sind es die zwei stärksten Spiele. Ja, gleich kommen die nächsten Territorien und dann hat Tim wieder weniger Militärmacht. Eine Runde. Ja, aber das. Guck mal, der kann mit drei Infanterie wandelt der mit Korn um in drei Kavallerie und kriegt dort einen fetten Bonus dazu. Also, wenn er dann eine 1-2 Infanterie abdrücken muss, die hat er schnell ersetzt. Ich hatte immer eine Produktion von null. Weil ich keine Kultur produziere, ich habe keinen Tempel. So, auch aber, kein plus Wunder. Drei, aber plus 3 durchgängiges Kahn. Ja, aber nur, wenn ich der Stärkste bin. Das ist keine echte Kulturproduktion. Mist. Was? Dadurch, dass ich meinen Anführer verloren habe, kann ich Call of Lost nicht mehr direkt nehmen und ausspielen. Jetzt hast du auf jeden Fall keine Nahrungsfolien mehr. Keine, also, keine Korruption mehr. Dass du zu viel hättest, meine ich. Ja, ja. Das freut mich. Das wundert mich.
Echt? Oh, doch nicht, scheiße. Ich dachte, das ist eine Karte. Ich dachte, deswegen würde ich warten. Gallia illegal. Schon Kohle. Bitte? Da ist ja schon Kohle. Ja, wir haben beide noch Eisen gebaut. Ja. Ich hab's bisher nur erforscht. Shooty Defense 2. Habe ich dir zu verdanken. Wieso das denn? Naja, vielleicht liest du deine Karte nochmals. Ach, ihr seid doch Idioten, echt. Warum, was passiert? Ach so. Gar nichts. Ja, das toll. Ah, du hast den Populationen durch mich verloren. Ah, verstehe. Ja gut, aber hast du ja nur einen Warrior. Ja gut, wenn ich jetzt in die Prügel-Spirale komme, dann gebe ich auf. Kann ich beruhigen, ich hab keine Prügelkarte. Auf der anderen Seite, wer zu diesem Zeitpunkt 5 Kultur produziert, legt's auch drauf an, ne? Aber ich habe keine Prügelkarte auf der Hand. Ich habe das Touch mal genommen, weil mir nichts anderes übrig blieb. Ihr habt ja alle die guten Wunde genommen. Jetzt habe ich Kultur, aber sonst nichts. Frage ist, was jetzt unser Kriegstreiber in der Mitte so tut. Ich mach nix. Außer wer hat ihn denn verprügelt? Tim, du übertreibst es mal wieder. Womit? Was habe ich getan? Shooty, kannst du den Oceanliner nehmen? Ach, ich mag ihn schon lange nicht mehr. Bitte was? Ach so. Oceanliner, das Wunder, nimm. Er möchte, dass du all deine Aktionspunkte aufnimmst. Um zu verhindern, dann umsonst, dass ich den kriege. Ja, um dann umsonst Population zu produzieren. Ey, du musst das Ding auch noch bauen, ne? Ja.
Wenn Tim das kriegt, wird es hier langsam eng. Tja, dann musst du es wohl gleich nehmen. Ich kann es nicht nehmen, ich hab noch mal ein Wunder. Ich hab nicht genug Punkte dafür. Ah, ja gut, es bewegt sich ja ein bisschen. Immer diese geheimen Absprachen hier. Was heißt denn hier geheim? Diese offenen Absprachen. Siehst du? Ist wirklich noch schlimmer, Tim, ist wirklich noch schlimmer. Was? Ich sag, es wird gleich noch schlimmer. Okay. Ah, Steven, ich kann echt nichts machen, das mir voll das Spiel ruiniert. Weil ich dir einen yep. Warrior gekillt habe? Ja. Yep. Hä? Wie? Yep. Ja, weil ich zu wenig Nahrung habe, um neues Personal zu rekrutieren, das ich wiederum in Militär umwandeln könnte. Ich hätte da ein Abkommen für dich. Damit könntest du Nahrung produzieren. Was hältst du davon, Shooty? Was hältst du denn davon, Shooty? Wovon? Ich weiß nicht. Muss ich in meiner Verzweiflung annehmen? In deiner Verzweiflung, natürlich. Okay, was macht das Ding? Wie geil! Ja, Tim? Nichts, ich nehme das zur Kenntnis. Das Geile ist, dass Chuti jetzt stärker ist als du. Nein. Wahr. Judy, was hältst du davon? Ich geb dir Nahrung und du gibst mir Erz, ohne dass das uns beide was kostet. Judy? Hallo? Ja, spiel deine Karte. Ich sag sich nicht ja oder nein vorhin, damit du deine Karte entsprechend so spielen kannst. Nö. Habe ich mir gedacht. Ja, mit Motion Line ist Nahrung bald ziemlich scheißegal. Ich hab dir das mit Erz angeboten. Was, du kannst die Seite wählen? Ja. Wie wählst du das? Beim Auswählen. Weil wenn du die Karte spielst, kannst du es auswählen. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch bei unserem Pakt das andersrum auswählen können. Echt? Ist mir noch nie aufgefallen. Das war eine Runde. Bitte? Das war eine Runde. Inwiefern? Was ist los? Du hast ganz viel machen können. Ja gut, zwei Karten kaufen. Zwei Gebäude aufwerten, das war jetzt nicht so viel, ne? Ja, aber du kannst ja mehr oder weniger mit deinen 8 Aktionspunkten jede Karte auswählen. Ja. Die habe ich aber auch teuer bezahlt.
Da hat das doch. Das glaubst aber auch nur du, ne? Wie kommst du zu Zufriedenheit, Tim? Erklär mir das mal. Ich? Mhm. Weil ich cool bin. Achso, Theater. Die Oper. Naja. Ich habe eine Pyramide und ich habe eine Oper. Eine Pyramide macht nicht zufrieden. Doch, da ist ein Lieder drunter gelegt. Wenn du das bei mir anklickst, siehst du, dass da der Tier A Lieder drunter liegt und der gibt dann plus ein Happiness. Aber ehrlich? Genau. Wieso? Gönnst du mir meine Zufriedenheit nicht? Nein. Das war wenigstens klar und ehrlich. Oh Mann, ich komme hier echt nicht auf Touren. Aber du hast den Oceanliner. Oh. Ario! Ja? Untersteh dich! Was denn? Weißt du genau? Genau meinst du? Natürlich meine ich das Wunder. Oh, du kannst es gar nicht nehmen. Nee. Du hast zu wenig Aktionen. Ja. Ist deins.
Keiner? Ich hab einen reingesetzt. Das fühlt sich an wie keiner. Ich muss was an meiner Verteidigung tun. Ja, was jetzt die Railroad? Ja, schaffe ich aber diese Runde nicht. Vielleicht war das ein Fehler. Wenn ich sie mir hätte kaufen können, hätte ich es gemacht. Aber ich musste wenigstens eine Runde überstehen. Eure Angriffe, die jetzt kommen. Zwangsläufig. Würde ich noch niemanden angreifen, Tim. Nein. Bitte? Du bist ja schon wieder auf 7. Ja, das habe ich auch absichtlich deswegen gemacht. Ist ja nicht so, dass ich nicht sogar angekündigt habe, dass er es vorhat. Hast du auch einen auf der Hand, Stefan? Wollte ich wohl gleich erfahren. Ich glaube, es hat sich ausgejingiskart. Ich hätte die blöde Kolonie nicht nehmen sollen. Vorne. Bitte? Dann wärst du jetzt ganz weit vorne, was für die Tür geht. Nee. Der Aspekt ist egal. Sondern? Dann hätte ich meine Ressourcen anders benutzen können. Wow, das war auch einiges, was da jetzt passiert ist. Okay, dann war alles okay.
Der Kahn hat dir auch noch Kraft gegeben, okay. Verprügelt ihn! Ne, der geht jetzt auf, Moment, du brauchst 12, du hast 12. Du kannst alle deine Actions für das Wunder ausgeben. Der baut jetzt die Railroad und hat auch wieder 8. Wer wollte mich verprügeln? Ach, das läuft. Na, ich sag nichts. Du darfst ruhig reden. Keiner verbietet dir das. Das unterstütze ich. Ich habe eher das Gefühl, er will gerade nicht reden. Ach, du hast auch eine Republik, Stefan. Aber dank Robespierre habe ich meine Action nicht dafür aufbrauchen müssen. Nee, das ist cool. Wenn man den richtigen Moment hat. Hatte ich nicht, du hast ja trotzdem die Railroad bekommen. Kennst du mir auch gar nichts. Nö, nicht in dem Spiel. Eigentlich in keinem, aber gut. Doch. Herr Blöpper, gönne ich dir einiges. Weil ich nicht bei dir in der Division bin. Eine tote Hexe. Ach, nein, ja. Ich verstehe. Du hast den toten Feldspieler vergessen zu erwähnen. Oh, stimmt. Hat er hier Skills? Nee, der hatte nur 5 von 6 SSP. Doch. Da, Spiel. Thank you.
gefolgt. Du kannst nicht aufhören, ne? Was hab ich denn bitte? Also ich habe die Karte nicht gespielt. Judy? Was? Hast du die Karte, die dir gerade Nachteile gebracht hat, selbst gespielt? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Spielst du eine Rolle? Nicht wirklich. Klingt so, als ob Shooty keine Lust mehr hat zu spielen. Mima. Also irgendwas ist hier verbuggt. Wieso? Ich habe 2 Infanterie, 2 Kavallerie. Ja. Spiele eine Taktik, die genau diese Voraussetzung hat und bekomme nicht den Bonus. Die werden, glaube ich, erst in der nächsten Runde aktiv. Nö, eigentlich nicht. Dann weiß ich nicht. Naja, ich spiele es mal, guck's dir an, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Plus 4 für eine veraltete Armee durch Nutzung der Taktik klassischer Armee. Was bedeutet das? Bitte? Beim Bonus für meine... Ach, guck sie selber an, ist mir genau zu blöd. Okay. Ja, die wird jetzt nächste Runde in die Common Tactics geschoben. Bei 14. Ja, aber das erklärt nicht, warum dass ich nicht einen Bonus bekomme. Wenn du bei meiner Stärke an drüber hoverst, dann steht hier für eine veraltete Armee durch Nutzung der Taktik, blablabla. Aber wieso ist meine Armee veraltet? Keine
Keine Ahnung. Die Taktik nicht mehr vom von diesem Dings ist. Stufe 2. Ach, so ist das mit den zwei Zahlen gemeint. Jetzt verstehe ich das endlich. Das heißt, die erste Zahl ist, wenn es in diesem Zeitalter ist und die zweite... Ah! Oh, und ich dachte, das wäre dann für die zweite Kombination, die man so zusammenstellt. Ich dachte, dass der erste, der sie wählt, hat die volle Stärke und die, die es kopieren, hat eine Zahl. Jeder hatte eine andere Vorstellung davon, wie das Ding funktioniert. Ja, aber so macht es Sinn. Mhm. Ja, okay, dann sind es vier... Vier. Ja, macht okay. Sinn. Ja, so passt es. Ja, das ist echt ein verwürftes Spiel. Die Karten kommen bei mir und die Ereignisse kommen immer genau am schlechtmöglichsten Zeitpunkt. Ja. Das ist so also, ein. Es gibt einen Nuffle in diesem Spiel. Ja, aber du machst dich mal nicht mit deiner Feste. Echt jetzt? Ja, komm mal, bleib voll im Nuffle, hast du definitiv irgendwas mit der Schwester. Ach, oh, und bei Tim läuft's, das ist unglaublich, echt. Als ich die Karte gespielt habe, hat er noch nicht eine Position von 15 gehabt. Ja, guck mal, der hat 4 Arbeit im Zeitalter 2 Mine, das geht voll ab dort. Der hat jetzt 33 Hertz, ich frage mich, wie er das verballert. Wer hat zu wenig Wissen? Ja, naja. Nee, ich meine, der kann zwar. Nee, der kann das schön ausgeben. Dann noch ein Internet und eine Raumfahrt dazu, da ballert das gleich durch. Jo, and the winner is Tim. Los, vorwärts. Ich will eine Revanche. Ich bin ja gerade schon froh, dass ich wenigstens, dass ich irgendwie nicht wieder ganz hinten hinterherliege. Ja, also im Moment sind die kulturmäßig noch dabei, aber mit dieser Produktion kann er natürlich jetzt die ganzen Kulturgebäude vollstaffen, die Wunder irgendwie in einem Zug durchrotten lassen. Eigentlich könnten wir nur noch versuchen, militärisch Vollgas zu geben und die zu verprügeln, aber ich habe ein bisschen Zweifel. Ja, die Produktion ist pervers. Ja, schon so ein bisschen lächerlich, ne? Er hat zu wenig Forschung. Fuck! Ich habe ja noch weniger. Bitte? Er hat ja noch weniger. Ja, guck mal. Mehr Forschung als ihr beiden zusammen, Stefan. Ja, aber nicht vor dieser Runde. Ja, gut, das stimmt. Und ich hatte vor dieser Runde schon weniger Forschung als du. Ja. Und momentan komme ich auch nicht mehr wirklich dran. Nee, wir haben keine Chance, noch dran zu kommen. Weil du kannst ja mehr oder weniger alles bauen und entwickeln in einer Runde, während. Ja, ich habe ein akutes Nahrungsproblem, irrationalerweise. Ja, schade. Kriegt ihr noch mehr Punkte? Naja. Ah ja, gucken wir, was wir da noch rausholen können. Die Karten liegen wieder so toll, ich kann doch Kacke nehmen. Ah, dann nehme ich auch Kacke.
Aber Judy ist die stärkste Militärmacht. Mit der höchsten Kulturproduktion. Nicht schlecht. Judy? Bist du noch da? Hallo? Tim? Ich bin noch da, aber er nicht. Oh, Entschuldigung, ich war kurz AFK. Ja, hab ich es mir aufgefallen. Ja, nice. Es könnte noch eng werden mit der Produktion von Shooty. Nee, das passt jetzt so extrem aus. Wenn du noch die dritten Zeitalter Kulturgebäude hast, die kannst du problemlos stoffen. Ja, aber die erhöhen ja nur um eins. Die sind ziemlich teuer und bringen relativ wenig, so gesehen. Du kannst potenziell 1x4, also 1x8 plus 8 könntest du noch machen. Wenn du eine Stufe 3 Regierungsform hast. Ja gut, aber davon bin ich dann doch relativ weit weg. Nö, Demokratie kannst du gleich kriegen. Ja, die kostet 17 erforschen, also... Du machst plus 7 pro Runde? Ja, ja. Bis ich 17 habe, vergehen 2 Runden. Das heißt, wir sind schon fast durch mit dem Spiel. Ja, und dann kannst du noch schnell upgraden, kriegst noch bald den Schluss rein. Also, hallo? Du jammerst ja, hier. Da habe ich Besseres vor, muss ich ehrlich sagen. Krieg! Ja. Ach, ich hab auch Besseres vor, ich mach mir eine Tüte Chips auf. Das hebt die Stimmung. Hast du es abgewehrt? Nee, Stefan? Ja, ich wär's ab. Mach dir mal keine Sorgen. Okay. Ist ja nicht so, dass das ein Problem wäre. Mit so viel Karten, wie ich auf der Hand hatte. Alter, der ist jetzt vor der Runde bei plus 11 Kultur. Jetzt baut er sich noch die Movies da irgendwo hin. Ja, sein Militär steigt jetzt auch nochmal um 3. Ja, schon lustig, schon lustig. Und wodurch war es schon wieder? Durch die Railroad. Kann man die Eisenbahn irgendwie verbieten? Warum sollte man das tun? Ich weiß nicht, weil Tim dadurch gewinnt. Ja, es liegt ja nicht nur an der Eisenbahn. Doch. Lass mir diese Illusion. Natürlich.
Ich habe eine Möglichkeit gefunden, mehr Siegpunkte zu sammeln. Natürlich! Ja, ich glaube, Judy hat da noch mehr gefunden. Echt? Wo? Mit deinem plus 18? Ich sag ja, der ist. Das ist total irrelevant, weil guck mal, er macht in den Schlussereignissen. Er gewinnt Militärmacht, er gewinnt Produktion, er gewinnt Forschung und vermutlich danach noch Kultur, wenn er alles ausgebaut hat. Gucken wir mal. Momentan bin ich ja nicht der stärkste Spieler hier. Ja, könnte eine interessante Runde werden, Tim. Ich ziehe jetzt nochmal Karten, alles gut. Vor allen Dingen, was soll denn passieren? Hä? Du bist ja gar nicht runtergegangen. Ja, ich habe ja auch gerade ein Territory bekommen, was plus 5 gibt. Ach so. Aber du musst doch 8 ausgeben. Nein, ich habe 3 ausgegeben. Ich habe tatsächlich meine Stärke sogar gesteigert dadurch. Ja, aber du musst doch gerade 8 ausgeben. 8 plus? Ja, ich habe 2 Karten weggelegt. So. Nett. Das Interessante ist, ich habe mein Maximum reingesteckt. Und für Tim, ich werde trotzdem noch stärker. Ja, dafür habt ihr alle mehr rote Punkte als ich, und zwar massiv. No, super. Bitte? Nichts. Was war denn das? Achso. Nichts. Dein Leader wurde entfernt. Nichts. Schutti, warst du das? Nö, Stefan ist dran. Nein, wer die Karte ausgespielt hat. Aber ich weiß doch nicht, welche Karten ich ausspiele. Ich führe kein Protokoll. Wie kann man so spielen, nicht zu wissen, was man gespielt hat? Das ist wie bei Among Us. Ich hasse das, wenn die fragen, welche Tasks ich mache das meditativ. Ich habe doch keine Ahnung, welche Tasks ich gemacht habe. Zugegeben, bei Among Us habe ich das Problem auch immer. Also ich bin nicht Imposter, ich mache Tasks, aber ich habe keine Ahnung mehr, was ich eine Minute zuvor gemacht habe. Diese Runde das, nächste Runde das. Das klingt nach dem Plan. 2, 4, 6, 7, 8, ja. Hey, warum? Die Events kommen aber auch gerade sehr passend für Tim. Eigentlich schon im ganzen Spiel. Events, Karten, alles zu seinen Gunsten. Könntest du im Doppel mal gewinnen? Vielleicht gewinnen wir den hier mal. Nee, das ist leider nicht möglich. Ach ja.
Die Reaktion war göttlich. Ja, ich habe ein wenig aufgerüstet, das stimmt. Oh, wenn ich das Wunder... Okay. Schon. Na toll.
Ja, jetzt kommt die nächste Mechanized Agrikultur. Das ist ja schön. Das Ding, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Ich bin nicht mehr dran, Tim. Doch, ich bin noch einmal dran. Nein. Bist du vorbei? Nein. Nein. Du kannst mir jetzt keine Kriege mehr ausspielen, also bin ich noch einmal dran. Tatsache, du bist noch mal dran. Ich bin ja auch der letzte Spieler. In jeder Runde. Ernsthaft jetzt? Ich würde eh nicht mehr viel. Oh, ernsthaft, jetzt fehlt genau ein Punkt. Für was? Ich hätte dich locker kontern können, aber es fällt. Na, ach, dieses Spiel ist zum Kotzen, echt. Locker kontern können? Ja. Was für eine Raketenwerferarmee hattest du denn da? Mit Raketenwerfer erforschen, da fällt leider der Punkt und damit der entsprechenden Taktik dazu. Ja, gut, das hatte ich ja schon gesehen. Nee, aber die Taktik nicht. Ja, okay, aber ich hatte gesehen, dass du nicht genug Forschungspunkte hast, um die Rockets zu erforschen. Ja, du bist auch ein ganz schlaues Kerlchen. Ja, sonst hätte ich einen Stefan genommen. Aber der hatte leider genug Erforschungspunkte für moderne Infanterie. Und du hättest die 38 geknackt? Ich möchte jetzt nicht alles durchrechnen, weil es eh sinnlos ist, aber ich wäre dran gekommen, ja. Krass. Drei freie Pops. Der. Ja. Ja. Wenn die allein schon Raketenwerfer werden, sind das 15. Ja, aber er kann sich ja nur zwei leisten. Er hat ja gar nicht genug Ressourcen für mehr als zwei. Patriotismus. Oh. Ja gut, dann wären es 7, 14. Taktik noch nee. 13. Bitte? Mit der Taktik, nur schon mit der Taktik 13. Ja, aber mehr als zwei Raketenwerfer kannst du ja gar nicht bauen, weil du hast nur 12 Ressourcen. Und mit Patriotismus kannst du so gerade eben zwei Raketenwerfer bauen. 26 plus 13 durch die Taktik gibt wie viel, Team? 39. Ah, okay, verstehe. Ja, locker! Um einen Punkt. Na gut, lass ich gelten. Aber eben, es fehlt ein Forschungspunkt. Entsprechend hat sich das erledigt. Ja. Aber wir waren auf jeden Fall schneller als deine Freitagsrunde. So ungefähr eine Stunde 15. Noch ist er nicht fertig? Ja, gut. Ich habe einfach mal davon ausgegangen, dass er irgendwann auf Rundenende klickt.
Ja, wenn du mich immer wieder ablenkst mit irgendwelchen theoretischen Ausrechaktionen nicht. Sorry? Ich finde auch meine Nahrungsproduktion zum Spielende hin sehr gut. Ja. Minus 1. Tito? Ach stimmt, du hast auch nur einen Aggregat. Ich habe nur eine Stufe 1 Ding. Das habe ich noch nie upgraded. Ja, ich finde, Nahrung ist auch nicht ganz so wichtig wie hier Eisen und so. Also. Ja, kommt immer drauf an, ne? Wenn du mehr Pops brauchst, dann ist es wichtig. Dann ist es wichtig, aber dann brauchst du halt nicht direkt 10 davon. Also. Ja, das bringt es noch. Ich helfe dir durch Kanchuti. Echt jetzt? Wirklich, ich helfe. Ach, du bist nicht so schlimm. Es sind 18 plus 5. Da kriegt er 23 Kulturpunkte. Das wird nicht much entscheidend sein. Ich finde persönlich 23 schon echt viel. Ich bin zumindest mal über 100 gekommen. Eigentlich beeindruckend, dass wir trotz diesem Genaffler hier noch so gut mithalten konnten. Ja, sagen wir mal so, ich bin das erste Mal nicht ganz hinten übergefallen. Ich bin ja immerhin noch, naja, noch im selben 100er Bereich. Ja, aber du spielst, ich meine, das ist dein drittes Spiel, du spielst dafür echt gut. Ja, ich habe mit Tim ein bisschen gespielt. So. Ja, deswegen ist Tim doch überhaupt, den kam das mit der Railroad-Fan. Das letzte Spiel habe ich militärisch dominiert, bis dann die Railroad kam. Kann ich bestätigen. Ja gut, aber die gibt viel Stärke. Ich meine, das ist militärisch nichts entscheidend, ja, die Produktion. So, Industrie. Damit wollte ich eigentlich helfen. Aber ja, jetzt sind es wieder. Yay. Ja. Ja, das war schon. Da lief schon alles für mich eigentlich perfekt, muss ich echt sagen. Die Ereignisse kamen genau im richtigen Moment und zwar immer dann, wenn ich sie brauchte. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich stimme euch doch nur zu. Ich weiß gar nicht, ich erkenne an, dass das sehr viel Glück war. Lebst du noch? Bitte? Lebst du noch? Ja, ich habe mir nur kurz was zu trinken geholt. Achso, also? Das klang so, als würdest du die Hütte abreißen. Wollt ihr noch eine Runde oder seid ihr raus? Ja, Revanche muss sein. Bitte? Revanche muss sein? Noffel wird sich jetzt hoffentlich... Erstmal ist das Spiel bei mir abgestürzt. Achso, das ist ein guter Tipp. Nach einem Spielen musst du eh neu starten, weil früher oder später hast du einen Absturz. Ich muss schnell aufs Klo. Boah, die Fassbrause, Cola Orange, ist echt eklig.